Willkommen im Jahr 2047. Gut sehen Sie aus. Erinnern wir uns kurz zurück. Es war zum Jahreswechsel 2017-18, dass sich da was getan hat. So kann es nicht mehr weitergehen, sagten wir uns. Schluss mit Krise, Krise, Krise. Jetzt kommt Zukunft. Da war ja Emmanuel Macron überhaupt erst Präsident von Frankreich geworden. Macron berief dann eine europäische Versammlung ein, mehrjährig, vielgliedrig, en marche. Und Macron hat eine Grundsatzrede gehalten. Er hat gesagt, wir haben den Zenit des freien, wohlhabenden Europas bereits überschritten. Den erlebten wir nämlich zum Jahreswechsel 2004-2005. Wir hatten damals 10 neue Mitgliedstaaten, einen EU-Verfassungsvertrag in letzter Abstimmung, allgemeines Wirtschaftswachstum, vor allem in den neuen Technologien und an den Börsen war es großartig. Dann kam 2005 das Nein zum Verfassungsvertrag in meinem Heimatland Frankreich und in den Niederlanden und wir waren kollektiv vom Ausgang dieser 2 Referenden in 2 von 25 EU-Mitgliedstaaten so gelähmt, dass wir die EU in ein verlorenes Jahrzehnt schickten. Quel dommage. Wir hatten widersprüchliche Grundlagen für die EU, für die Eurozone, also Architekturen, die dem Zweck ja nicht mehr dienten. Aber wir wollten partout nach vorn. Das wurde immer schwieriger. Finanz- und Staatsschuldenkrise, Bankenkrise, Jugendarbeitslosigkeit, Bildungskrise, ankommende Geflüchtete, Großthemen wie Digitalisierung, Klima, künstliche Intelligenz, das Ende des Westens, der westlichen Ordnung, China im Aufwind, Trump ist da, Europa allein zu Hause, Populisten hinter jeder Ecke. Und dann erst diese Bevölkerung, diese Demonstranten, diese Wallonier wussten offenbar nicht, wie gut das transatlantische Freihandelsabkommen für sie gewesen wäre. So können wir nicht weitermachen, sagte Macron im Jahr 2017 und er fuhr fort, das Geheimnis der europäischen Integration seit ihren Anfangstagen ist das Zusammenführen, das Vergemeinschaften von ganz, ganz großen Schlüsselindustrien. Damals jenen, die zwischen Krieg und Frieden entschieden haben, also Kohle und Stahl. Heute, sagte er, führen wir jene Schlüsselindustrien, jene Arenen zusammen, die zwischen Zukunft und Niedergang Europas entscheiden. Sie dürfen nicht länger im Wettbewerb zueinander stehen, sie sollen zusammengeführt in die Kooperation, in die Verzahnung gebracht werden. Und zwar einerseits diese Arena der nationalen Regierungen und der gewissen Fettgürtel, die sich um sie herum gruppieren, Branchen gewissermaßen, die nicht loslassen wollen und die sich währenddessen vor den eigentlich brennenden Ordnungsfragen, Gesellschaftspolitik, Digitalisierung, künstliche Intelligenz wegdrücken. Andererseits, Macron, will ich die Arena der Innovation zusammenführen, der systemischen Aufstellungen, der aktiven Bürger, der Zukunftsbüros, der Zukunftsorte, der nachhaltigen Stadt- und Regionalentwickler, der Slow-Food- und Elektromobilitätsbewegung, der Demokratie- und Partizipationspioniere und der Millionen der gewaltlosen Protestbewegungen unserer Zeit. Von Barcelona bis Bukarest, sowie diese Gruppen, diese vorausschauenden Visions- und Szenarienteams, nennen wir sie Second Wave Europe. Macron brachte also die Partikularinteressen, großes Industrie- und Finanzkapital, nationale Regierungen, allesamt mit Interessen für wenige, in die Auseinandersetzung mit jenen, die die Interessen der Allgemeinheit, die Gemeininteressen schützen oder eben neu aushandeln wollten, von Gesundheit bis Gemeinwohlbank. Wir haben damals 2017 das Rad herumgerissen. Es ging rasch, denn es war alles schon hergerichtet. Nicht für eine Revolution, sondern für eine Evolution, für die ambitionierte Renovierung unserer demokratischen Infrastruktur und unserer Wissensgebäude in Europa. Für neue Prozesse, aufbauend auf alten, gewachsenen Stärken und Erfahrungstiefen. Und zwar bestand der Akt eigentlich weniger in dem, anderes zu tun in diesem Europa, sondern darin, die Dinge anders zu tun. Seit 30 Jahren kümmern wir uns zum Glück ganz, ganz stark um dieses Anders, um Prozesse, nicht nur finale Politiken und Produkte.
Wir kümmern uns um Input-Legitimität, also das, was wir am Beginn einer demokratischen Aushandlung reingeben, wer da am Tisch sitzt und wie wir das dann verhandeln. Wenn wir uns jetzt hier umsehen im Jahr 2047, dann sehen wir erstens, dass wir Bürgerinnen und Bürger von der Gemeindeebene bis zu den Vereinten Nationen mitbestimmen, dass wir den Europa-Club der EU-Alumni und alle 4 Jahre die Demokratie-Biennale in Venedig haben. Zweitens, dass wir Bürgerinnen und Bürger für unsere Aktivitäten auch das adäquate Spielfeld vorfinden, nämlich den gemeinnützigen Binnenmarkt sowie adäquate Forschungs- und Fördergelder für Fragen des Zusammenlebens. Dazu programmieren wir zum Beispiel Teile des EU-Budgets, also wie dieses Budget ideal eingesetzt werden soll, selbst mit. Drittens, dass wir als Bürgerinnen und Bürger dank des Internetinstituts die Garantie dafür haben, dass hier in Europa die Modernisierungsgewinne des Internets vergemeinschaftet statt privatisiert werden. Viertens, dass wir zwar als Weltmacht unbedeutend werden sollten, das aber nicht wollten und uns daher in einem gemeinsamen Prozess auf unsere Stärken und unsere Hidden Champions, der Exportschlager, etwa die Universitäten, besonnen hatten. Fünftens, dass Europa in heutigen Schulen ein Hauptfach ist. Es geht um Komplexitätsmanagement und Kooperation, um Konflikt- und Krisenbewältigung. Ein Praxisfach, wo jeder auch mal die Expedition Europa in der eigenen Stadt mitmacht. Sechstens sehen wir, dass wir heute, 2047, Beamten und Lehrer in ein kluges Rotationssystem gebracht haben. Sie wechseln in ihrer Laufbahn die Orte ihrer Einsätze oder auch die Fachrichtungen. Und siebtens, wir Europäerinnen und Europäer haben die Demokratieversicherung realisiert. Wir haben uns das Vorbild der Zufluchtsorte genommen und sie weiterentwickelt ins Konzept der Zufluchtsstaatsbürgerschaften. Diese bedeuten, ein Individuum ist direkt der EU unterstellt. Und diese Zufluchtsstaatsbürgerschaften sind heute, 2047, bereits attraktiver als die ursprünglichen nationalen Staatsbürgerschaften. Wir haben Europa fundamental umgebaut. Wir machten Dinge anders, um andere Dinge zu machen. Dankeschön.